Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar heute mal wieder ein Video außerhalb der Reihe. Ich zeige euch heute, welche Spieler nach exakt einer Saison vertraglos sind. Das bedeutet, ihr könntet die Spieler direkt im ersten Winter, das bedeutet im Januar 2019, per Vorvertrag verpflichten. Und da ist sogar tatsächlich der ein oder andere Hammer dabei. Und sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, lasst auch liebend gerne ein Abo da. Wir starten rein mit dem allerersten Spieler. Das ist jetzt einer der einzigen Spieler, die nicht gescoutet worden sind. Denn ich finde ihn einfach persönlich mega interessant. Angel Correa von Atletico Madrid hat ein gutes Potenzial, ist 23 Jahre alt, somit per Vorvertrag zu holen und ist auf dem Flügel sowie im Sturm einsetzbar. Für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Eventuell findet der ein oder andere ihn auch interessant. Er ist auf jeden Fall der erste Spieler, den ich euch hier vorstelle. Ein weiterer Spieler, der noch durchaus interessant sein könnte in die Richtung wie Angel Correa und der jetzt am Anfang 22 ist und im Laufe der Saison 23 wird, sodass ihr ihn im Winter ablösefrei bzw. per Vorvertrag verpflichten könntet. Und der spielt sogar tatsächlich beim FC Barcelona. Wir schauen direkt mal rein auf unsere Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Und zwar meine ich Mounir El Hadidi. Kann im Sturm sowie auf der rechten Flügelposition spielen. Hat eine 77er Gesamtstärke, allerdings auch ein höheres Potenzial. Genauso wie Correa. Correa ist da noch ein bisschen weiter oben angesiedelt. Aber ich finde, Mounir ist durchaus für einen Mittelklasse-Club ein sehr interessanter Spieler, da er ablösefrei zu haben ist. Mit 77 eventuell in den Kader reinpasst und noch Potenzial hat, weiter nach oben zu steigen. Deswegen denke ich, könnte der für die ein oder andere Karriere durchaus interessant sein. Weiter geht es mit dem 27-jährigen Aaron Ramsey vom FC Arsenal. Der hat eine 82er Gesamtbewertung, ist noch im besten Fußballalter mit 27 und sein Vertrag läuft ebenso aus. Seine Topwerte sind in der Ausdauer, im Stellungsspiel und im kurzen Pass. Und ich denke, das sind die idealen Werte, die ein ZM mitbringen muss. Und damit ist er auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten, bei denen der Vertrag nach einer Saison ausläuft. Weiter geht es dann auch direkt mit dem nächsten ZM aus der Premier League, diesmal allerdings von Manchester United und ein spanischer ZM. 28 Jahre alt, Ander Herrera, 22 Millionen Mark wert. Ihr seht, auch sein Vertrag läuft wieder aus. Er hat eine Ausdauer von 87, eine Aggressivität von 86 und Abfangen von 86, damit von den Werten her noch der etwas defere ZM im Vergleich zu Aaron Ramsey. Und ich denke, er ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Wahl, den direkt nach einem Jahr ablösefrei zu holen. Kommen wir jetzt zu einem etwas älteren Stürmer, der tatsächlich zuletzt die WM gewinnen konnte. Olivier Giroud vom FC Chelsea. 31 Jahre mittlerweile alt, auch eine 82, sein Vertrag läuft aus. Und seine Top-Werte sind in der Kopfballpräzision, in der Stärke, Schusskraft und in der Sprungkraft. Der nächste Spieler ist dann wirklich ein Spieler, der für den ein oder anderen sehr interessant ist, da er häufig in Karriereteams benutzt wird, sage ich mal. Anthony Martial, 22 Jahre alt. Ja, man kann erst Vorverträge ab 23 machen, allerdings hat er, glaube ich, im Dezember Geburtstag. Ich hatte mir das gestern angeguckt, er hat, glaube ich, im Dezember Geburtstag, somit ist er definitiv in der Transferphase im Winter 23 und ihr könnt ihn per Vorvertrag verpflichten, sollte sein Vertrag nicht schon verlängert worden sein. Aber 22, eine 83 schon, ist sehr, sehr stark. Seine Topwerte sind in der Sprintgeschwindigkeit, im Antritt und im Dribbling. Und er hat mittlerweile schon einen Marktwert von 35,5 Millionen. Der nächste Spieler ist ebenfalls noch sehr, sehr jung. Und zwar handelt es sich um Rabiot, 23-jähriger ZM aus PSG, beziehungsweise aus Frankreich von PSG. 1,92 groß, damit sollte er da das ein oder andere Kopfballduell gewinnen. Seine Topwerte liegen im kurzen Pass, in der Reaktion, in der Ballkontrolle und im langen Pass. Damit würde ich einfach mal behaupten, dass wir im ZM sehr gut aufgestellt sind, ein Marktwert von 33 Millionen und natürlich noch das Potenzial, weiterhin nach oben zu steigen. Wir kommen jetzt zum dritten Mal zu Manchester United. Und zwar seht ihr es im Hintergrund schon, Juan Mata, rechter Mittelfeldspieler, 30 Jahre alt, damit natürlich nicht mehr der Jüngste, aber ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung. Das bedeutet, sollte man auf Realität setzen und Realistik, dann wäre er definitiv, denke ich mal, gar nicht so schlecht, da er zwar schon 30 ist und damit kein Potenzial mehr nach oben hat, aber natürlich die Erfahrung mitbringen kann. Seine Topwerte sind in der Balance, Ballkontrolle und Ruhe. Da sieht man auch schon, dass das ein bisschen Erfahrung ausstrahlt. Und sein Marktwert liegt derzeit bei knapp 25 Millionen.
Weiter dann auch immer noch in der Premier League wieder beim FC Chelsea angekommen. David Luiz, 31-jähriger Innenverteidiger, da kann ich eigentlich das Gleiche sagen, hat natürlich nicht mehr Potenzial nach oben zu gehen, aber ist natürlich einer mit Erfahrung, Marktwert von 17,5 Millionen, 83er Gesamtrating und seine besten Werte liegen in der Aggressivität, im Abfangen und in den fairen Zweikämpfen. Der nächste Spieler, den ich euch vorstelle, ist ein Italiener, der in der französischen Liga spielt, schon das ein oder andere Mal für ein paar Furore gesorgt hat. Mario Balotelli, insgesamt jetzt 27 Jahre alt mittlerweile, 83er Gesamtbewertung, hat sich in Nizza so ein wenig gefangen, ein Marktwert von 27,5 Millionen und auch sein Vertrag läuft nach einem Jahr aus, 12 Monate Restvertrag noch und seine besten Werte sind in einem 92er Elfmeter, 89er Schusskraft und 86er Stärke. Bleiben wir direkt in Frankreich und gehen zu PSG. Ein rechter Flügel aus Argentinien ist hier ebenfalls nach einem Jahr vertraglos. Angel Di Maria, 84er Gesamtbewertung mittlerweile. Fast 30 Millionen Marktwert und seine Topwerte liegen in der Beweglichkeit, im Antritt und im Dribbling. Seine Sprintgeschwindigkeit ist auch relativ hoch und der ist auf jeden Fall noch ein Spieler, mit dem man ordentlich spielen kann, auch mit seinen 30 Jahren noch. Und deswegen denke ich, dass er ein Spieler sein könnte, der für den einen oder anderen interessant wird. Gehen wir jetzt rüber wieder in die Premier League zu Tottenham. Und da kriegen wir tatsächlich, glaube ich, noch 5 weitere Spieler. Wir sind immer noch bei der 84er Bewertung. Moussa Dembélé, 30 Jahre alt, ZM und ein Marktwert von knapp 30 Millionen. Seine Topwerte liegen in der Stärke, in der Ruhe. Da hat er 90er Stärke und in der Ballkontrolle sowie im Dribbling. Sein Vertrag läuft ebenfalls aus, kommt aus Belgien. Und im ZM ist man mit ihm, denke ich mal, sehr gut aufgehoben. Weiter geht es auch mit einem sehr bekannten Spieler, Cesc Fabregas aus Chelsea, beziehungsweise aus London von Chelsea. Hat ebenfalls nur noch einen einjährigen Vertrag und seine Topwerte liegen in der Ruhe, in der Übersicht und im kurzen Pass sowie langen Pass. Also der hat als Spielmacher so überragend kranke Werte. 27 Millionen Marktwert, gut eine 84er Gesamtstärke und wie gesagt, sein Vertrag läuft nach 12 Monaten aus. Okay, vorab das mit den 5 Tottenham-Spielern nehme ich nochmal zurück. Ich habe einfach zweimal den gleichen Screenshot geschossen und deswegen, ja, nicht ganz so richtig gezählt, da ich das Ganze doppelt bewertet habe. Wir starten jetzt aber mit dem ersten 85er rein und zwar Yassine Brahimi. Insgesamt eine 85er Bewertung spielt beim FC Porto und sein Vertrag läuft auch nach 12 Monaten aus. Ein Marktwert von knapp 40 Millionen und unfassbare Werte im Dribbling, in der Beweglichkeit und Ruhe. Die sind alle über 90 und auch der Antritt, die Balance und die Ballkontrolle sind top. Im linken Mittelfeld auch mit 28 Jahren noch im perfekten Alter und damit denke ich, ist er eine sehr gute Wahl für den Vorvertrag. Machen wir jetzt aber weiter mit einem weiteren Spieler und zwar wieder aus Belgien, wieder aus Tottenham und hier haben wir Jan Vertonghen, 87er Gesamtstärke, 31 Jahre zwar schon alt, ein Marktwert von 34 Millionen und seine Topwerte liegen in der Manndeckung, im Abfang und in der Grätsche und jetzt kommen noch 2 weitere Spieler und die beiden Spieler sind beide 90+. Der erste Spieler ist der 32-jährige Innenverteidiger Diego Godin aus Madrid, genauer gesagt von Atletico Madrid. Der Uruguayer hat eine Gesamtstärke von 90, ein Marktwert von 44 Millionen, eine Größe von 1,87 und seine Topwerte liegen in der Kopfballpräzision, in der Sprungkraft, Stärke und Manndeckung. Hier hat er überall eine Gesamtbewertung von über 90. Der letzte Spieler kommt nicht aus Spanien, ist dafür allerdings Spanier, spielt bei Manchester United und ist im Game einer der besten Torhüter, David De Gea. Sein Vertrag läuft ebenso aus, hat einen Marktwert von 72 Millionen, ein Gehalt von 260.000 will er haben und seine Topwerte liegen in den Torwartreflexen, in der Reaktion, in den Torwartflugparaden und im Torwartstellungsspiel. Er hat eine Größe von 1,93. Damit ist er wohl perfekt als Keeper und er kann sich sogar noch weiterhin nach oben entwickeln, hat ein Potenzial von 93. Also wenn ihr ihn per Vorvertrag verpflichtet, dann müsst ihr eigentlich auf der Torwartposition in den nächsten Jahren überhaupt nichts mehr machen. Topkeeper und damit wäre es das dann gewesen. Wir schauen nochmal kurz in die Schnellübersicht rein, welche Spieler es jetzt letztendlich waren. Wir fangen an. Wir fangen natürlich auch wieder unten an, so wie wir es vorhin auch gemacht haben. Wir fangen an mit ganz oben, mit natürlich Correa, danach Ramsey, Herrera, Giroud, Martial, Rabiot, Mata, David Luiz, Balotelli, Di Maria, Fabregas, Dembélé, Brahimi, Vertonghen, Godin
Und daher, jetzt konntet ihr auch nochmal rechts die verschiedenen Eigenschaften sehen. Ihr seht es rechts unten in der Ecke von den jeweiligen Spielern, sowie die Spezialbewegungen und schwachen Füße und Arbeitsraten. Das ist für den einen oder anderen immer noch ganz interessant. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, dürft ihr auch liebend gerne ein Abo da lassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.